Hallo und herzlich willkommen bei There You Go TV. Ich befinde mich hier in einem Hinterhof in Hamburg-Altona, denn hier findet heute ein Teaser-Magazin-Shooting statt mit Bernd Possart, dem Fotografen. Was und wer fotografiert wird, das schauen wir uns mal an. Warm, denn hier ziehen sich auch die Models um und man sieht schon, Gucci-Tüte ist hier, da wird noch ein bisschen die Haare gepflegt, eine Chanel-Tüte sehe ich da, ja, und was hier so passiert, da fasse ich lieber nichts an, sondern frage einen Spezialisten. Und hier ist er, der Spezialist, stell dich doch mal bitte selbst vor. Hallo, ich bin Nick Asfalk. Ich bin Hair- und Make-up-Artist, das schon seit ganz vielen Jahren. Ich bin älter, als ich aussehe und frisiere gerade so ein bisschen unseren kleinen Thomas. Das wird sehr schön. Wir haben ja ein sehr edles, sportliches Auto. Das möchte ich so ein bisschen brechen, dass Thomas ein bisschen rockiger aussieht als das Auto. Den Bart lassen wir auch dran, um das ein bisschen zu brechen von der Eleganz her. Und das passt dann, glaube ich, ganz cool mit diesem Auto zusammen. Das Auto ist in der Tat, das verrate ich dir jetzt ein Geheimnis, das Auto ist in der Tat mit Eyeliner vorne so ein bisschen kaschiert worden. Also es ist auch Make-up auf dem Auto. Ponyboy. Wer hat dich überreden können, hier mitzumachen für das Teaser-Shooting? Ja, meine Agentur, die meinte, super Produktion, super Fotos, super Leute. Also, wieso soll ich dann Nein sagen? Thomas Meyer hier vom Teaser-Magazin. Du bist heute hier ganz entspannt, weil du eigentlich nichts zu tun hast. Ist das richtig? Ja, ist nicht ganz richtig, aber die Produktion hat heute Dirk Krüger gemacht. Dirk Krüger ist unser Fashion Director und hat das alles organisiert. Und wir schießen ja heute hier mit dem Porsche und haben mit Bernd Possart einen großartigen Fotografen am Start. Und bin natürlich entspannter, weil die komplette Produktion nicht an mir liegt einfach. Bist du mit dem Porsche hier reingefahren? Nee, ich bin nicht mit dem Porsche reingefahren. Also das ist heute, wie gesagt, die ganze Produktion liegt heute bei Dirk, der hat sich auch darum gekümmert. Aber ich bin natürlich auch ein kleiner Porsche-Fan, wie fast wahrscheinlich jedermann irgendwie. Und finde ich auch so eine coole Kiste, obwohl mein Porsche wäre eher der Cayenne. Also ich bin ein bisschen größer, aber ist schon eine schöne Geschichte heute. Bernd, eines deiner Arbeitsgeräte wird gerade eingestellt, die Kamera, vor dem anderen sitzen wir, dem Rechner. Ist das richtig? Sind das deine Hauptarbeitsgeräte? Na ja, klar, ich meine, früher hat man analog fotografiert, die Zeiten habe ich auch noch mitgemacht. Jetzt schießt man halt direkt in den Rechner rein. Ich habe angefangen mit Modefotografie und habe dann viele Autofilme gemacht, also den SLS-Film mit Schumacher im Tunnel, für Lamborghini einen Film. Und jetzt für Mercedes noch zwei Filme dieses Jahr. Also wir haben ja heute auch, anders als bei großen Auftragsproduktionen, wo man immer Zeitstress hat und so, wir haben ja keinen Zeitstress heute. Und ihr seht, wir probieren ja auch viel rum. Probieren aus, wie sieht das am besten aus und so, darum geht's, glaube ich. Who's that? Du bist verantwortlich für die gesamte Produktion hier, kann man das so sagen? Das kann man in diesem Fall so sagen, ja. Porsche, Klamotten, Personen, all das musstest du organisieren. Wie macht man das? Wie stellt man das an? Mit Internet und Telefon. Also der Wagen läuft über die PR, mit der ich einen ganz guten Draht habe, die nachher auch noch kommt, die Susi. Und Modelle bei einer Modellagentur und die Klamotten hole ich von den PR-Agenturen. Ja. Ich achte halt hauptsächlich drauf, da ich halt Fashion Director bin, dass halt die Mode gut sichtbar ist im Bild. Bernd ist ja nun sowohl Mode als auch Autofotograf, also kennt sich da in beiden Bereichen sehr gut aus. Und mein Part ist einfach dann zu gucken, dass die Mode entsprechend daneben passt. Was muss man dafür lernen?
Oh Gott, wenn ich dir sage, was ich gelernt habe, fängst du an zu lachen. Also. I know what you're staring at. These beads are so damn fat. We let them out and laugh. Das war's vom Teaser-Magazin Shooting hier. Wird schon langsam abgebaut, aber eins steht noch hier und das ist der Porsche Boxster Spider. Den schnapp ich mir und fahr damit nach Hause. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und seid wieder dabei beim nächsten Mal bei There You Go TV. There You Go.